Ja, mein Name ist Martina Oehlinger, bin Demografieberaterin. Mein Werdegang ist, ich habe Soziologie studiert und habe danach in der Entwicklungszusammenarbeit war tätig und dann in der Gesundheitsförderung, genau, und dann in der psychosozialen Beratung. Na, das Coolste ist einfach, dass jeder Tag ist neu, anders. Es ist total abwechslungsreich, es sind spannende Themen und es ist ein tolles Team, mit dem ich zusammenarbeiten darf. Ja, also in meiner Tätigkeit berate ich Betriebe zu altersgerechten Arbeiten. Und ich arbeite zusammen entweder direkt mit der Führungskraft oder mit der Leitung vom Personalbereich oder eben auch mit den Betriebsräten und auch mit den Beschäftigten direkt. Wenn ich Nummer 18 wäre, dann würde ich mir einfach viel weniger Sorgen machen, was die Zukunft bringt, sondern einfach auf meine Intuition horchen, dass man bei seiner Leidenschaft und bei seinem Weg bleibt und dann alles seinen rechten Weg geht. Ja, die Demografieberatung ist einfach ein Programm, das was sehr gute Rahmenbedingungen schafft für die Beratung. Es ist sehr, sehr breit einfach von den Themen und gibt genügend Handlungsspielraum, inhaltlich gute Lösungen zu erarbeiten. Ja, absolut. Das sieht man eben auch an der Nachfrage von den Betrieben nach der Beratung. Es ist einfach gravierende Veränderung der Arbeitswelt, die stattfindet. Und die Betriebe sind da dankbar um die externe Sichtweise und um die Unterstützung, den Herausforderungen da gewachsen zu sein, die da im Moment auf sie zukommen. Ja, also das sind sehr viele positive Beratungserlebnisse gewesen. Was mir spontan einfällt, ist einfach so die Sensibilisierung von den Führungskräften, dass sie ja, dass das dann eben dem ganzen Team und den ganzen Beschäftigten im Betrieb zugutekommt, wenn da Bewusstseinsänderung stattfindet.